Guten Abend für euch alle. Nummer 569. Heute ist noch Freitag, Freitagabend, der 5. 5. November 2021. War so ein richtiger Novembertag heute. Nass, kalt, mittelkalt und grau. Deshalb gibt es ein Gedicht vom Meer von Erich Arendt, wie versprochen. Erich Arendt, der mal von Kritikern als Wortalchemist bezeichnet wurde. Ich finde, das passt ganz gut. Auf der anderen Seite sind das immer so Begriffe, die man versucht, Leute so einzuteilen und in dem Fall Lyriker einzuteilen. Weiß nicht. Das sollte doch jeder selber machen, vielleicht. Jedenfalls gibt es in diesem nasskalten Novembertag ein Gedicht von ihm. Es heißt so, wie es anfängt, und tiefer. Und tiefer das Knirschen der Muscheln. Und Duldsames hatte das Schiff ins Scheitern geschickt. Weißen Gesang zerschäumend, ein letztes Erinnern wiegt es unter der Fläche. Lichtlosigkeit, Nachtwache am Bug und Welle auf Welle. War kein Toter, Papier nur trieb Tage mit der ungeschriebenen Schrift, die der Himmel entziffert im Hunger des Meeres hinab. Zwei dünne Maste, zärtlicher Möwensitz, weisen dem Fixstern die Bahn. Im Sterbelicht, wenn aus der Seite des Bergs wachsen die Steine Echos, die starben vor Zeit, stillstehen in uns. Bei ihm ist es, glaube ich, wirklich gut, wenn man also die Worte dann doch vor sich hat und nicht nur das nochmal hört und nochmal hört und nochmal hört. Also es ist schon wahnsinnig eingedampft. Es ist sehr, sehr, sehr bedeutend. 1903 ist er geboren, der Erich Arendt, und hat schon früh angefangen, Gedichte zu schreiben, war Lehrer. 26, der erste Gedichtband. Dann gab es eine kleine Auseinandersetzung mit Johannes Abecher, der sagte, ach, das ist alles nicht gut, hat er kurz aufgehört, hat er weitergemacht, also ich weiß nicht, was das sollte. Und konnte, Gott sei Dank, 1933 ins Exil gehen. Erst in die Schweiz mit seiner Frau, dann nach Spanien. Er war auch beim Spanischen Bürgerkrieg beteiligt als Reporter. Und nach der Zerschlagung der Kräfte durch Franco konnte er nach Frankreich ins Exil, wurde da aber dann in einem Lager festgehalten und hat dort Leute kennengelernt und von da ist er wieder nach Kolumbien ins Exil, also auch unglaublich. Die Sprachen kannte er dann alle schon, hatte schon vorher gelernt immer, also Spanisch, Französisch und dann, naja, das kolumbianische Spanisch, das ist vielleicht dem Spanischen doch eher ähnlich. Dort hat er als Fotograf auch gearbeitet und geschrieben und ist dann 1950 zurückgekommen in die DDR, hat sich dort niedergelassen, hat aber aus dem Spanischen übersetzt für Verlage von Ost und West und war der bedeutendste Übersetzer ins Deutsche für Pablo Neruda und ist dann 81-jährig in 1984 gestorben. Es gibt es einfach normal heute. Das kennen wir ja schon. Und tiefer das Knirschen der Muscheln. Und Duldsames hatte das Schiff ins Scheitern geschickt.
weißen Gesang, zerschäumend ein letztes Erinnern, wiegt es unter der Fläche. Lichtlosigkeit, Nachtwache am Bug und Welle auf Welle. War kein toter Papier, nur trieb Tage mit der ungeschriebenen Schrift, die der Himmel entziffert im Hunger des Meeres hinab. Zwei dünne Maste, zärtlicher Möwensitz, weisen dem Fixstern die Bahn. Im Sterbelicht, wenn aus der Seite des Bergs wachsen die Steine, Echos, die starben vor Zeit, stillstehen in uns. Und dann kommt wahrscheinlich die letzte Welle und dann ist alles wieder ganz eben, als wäre nichts gewesen. Ich wünsche euch einen guten Schlaf, eine gute Nacht, träumt vom Meer und von wärmeren Tagen. Bis morgen.